Seid gegrüßt, meine Freunde. Weiter geht's in Arc Age, der Beta. Wir nehmen jetzt hier die erste Quest an. Eine freundliche Erinnerung. Ha, du siehst aus wie eine ertrunkene Ratte. Warst du wieder auf der Suche nach Seevolkschuppen? Mal ehrlich, du gerietst viel öfter in Schwierigkeiten als alle anderen, die ich kenne. Ich hab keinen Plan, wer du bist, Frau. Hier können wir auf jeden Fall etwas annehmen. Es gibt uns 210 EP und 16 Münzen. Das machen wir doch gleich. So. An. Wird dieser automatisch dem Quest oh, das haben wir noch gar nicht hinzugefügt. Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Questziels zu gelangen. Ha, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Deine Position wird mit einem blauen Kreis auf der Minikarte dargestellt. Der gelbe Kegel zeigt an, in welche Richtung du blickst. Ey, das ist ja nice gemacht, ey. Das habe ich vorher gar nicht mitgekriegt. Die liest einem ja das Tutorial vor. Aber das gefällt mir natürlich dann doch schon gut. Okay, sie hat uns gesagt, hier unten, das, was wir sehen vor unseren Füßen, das ist das Ziel unserer Quest. Das heißt hier, das ist die erste. Wir sollen mit dem Holzfäller Gallagher sprechen. Das ist hier drüben, also die Richtung zeigt er uns hier an. Und wir sehen hier auf der Minikarte durch den Kegel, der blaue Punkt sind wir. Und durch den Kegel sehen wir, in welche Richtung wir blicken. Das hat uns das Tutorial gerade erzählt. Dann gehen wir doch einfach mal in Richtung von Holzfäller Gallagher, der in dieser Richtung ist. Und hier vorne glänzt auch schon irgendetwas. Und da unten ist ein Fragezeichen. Fragezeichen heißt, abgeben. Holzfäller Gallagher. Hi, Gallagher. Oh, hallo, Anidera. Du siehst etwas feucht um die Ohren aus. Na, ich nicht nur um die... Warst du wieder am Erkunden? Ja, ich hab da was erkundet. Meine feuchte Stelle. So, da gibt's 210 EP, so wie es uns die Frau gesagt hat vorher. Sehr schön. So, und Gallagher sagt zu mir, Bürgermeister Gott will mit dir reden, bevor du das Dorf verlässt. Gut, reden wir mit dem halt auch noch. So, hier ist wieder was Blaues. Da können wir uns hinsetzen. Schön. Okay, was ist das hier? Auch blau. Blup. Ziehen wir uns erstmal ein Schlückchen rein hier. Ui, da können wir schneller laufen. Die Axt, was sagt die Axt? Oh, das ist auch eine Quest. Die Solzrieder Füchse. Solz, das klingt wie eine Volksmusikband. Die Solzrieder Füchse heute wieder mit ihrem Hit. Plagen diese Gegend und stehlen die Fische aus unseren Netzen. Ich belohne jeden, der dabei helfen kann, diese Plagegeister zu vernichten. Gott, Bürgermeister von Wünschendorf. Ja, wenn das so ist. Mit orangefarbenen oder roten Namen kannst du angreifen. Okay. Benutze einen verfügbaren Skill, um den Kampf zu beginnen. Ausgegraute Skills können nicht aktiviert werden. Ich verstehe. Vielen Dank, gute Frau. Wie auch immer dein Name ist. So, jetzt müssen wir hier Solzrieder Füchse. Aber hier ist ganz schön viel los. Das könnte nicht so einfach werden. Um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Oh, der hat gar nicht gezählt für mich, Deine oder? Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen den einzelnen Skills. Okay. Klicke auf automatischer Angriff im ersten Platz deiner Shortcut-Leiste, um automatisch ein gültiges Ziel an... Okay, verstehe. Boah, hier sind natürlich jetzt so viele, ja, da müssen wir jetzt Glück haben, die richtige Anzahl. Bloß da oben ist einer. Den werde ich mir jetzt gleich schnappen. Ich hoffe, der zählt für uns. So, und dann können wir dann... Zack. Ah, das ist automatisch. Okay, das brauchen wir nicht immer wieder drücken. Ich verstehe. Zack. Da haben wir den ersten schon erledigt. Dann wurden wir noch geheilt. So, und weiter jetzt. Der nächste Fuchs. Das ist kein automatischer Angriff, aber der hier wieder. Okay, da brauchen wir nichts drücken. Das macht der automatisch. Zack. Zack. Zack, jawohl. Da können wir was looten. Eine Geldbörse, okay, die nehmen wir doch mit. Und hier gibt es noch einen Fuchs. Da nehmen wir dann unseren Skill. Zack, gleich den nächsten hinterher. Und Bogen. Und dann gehen wir mit unserem Schwert oder was wir da haben. Axt, glaube ich. Jawohl. Sehr schön. Brauchen wir noch einen? Ne, wir haben alle erledigt. Oder haben wir alle erledigt? Scheint so. Okay. Aber wo ist die Quest?
Haben wir die jetzt automatisch abgeschlossen? Steht das hier im Chat vielleicht? Nee. Wir scheinen wohl automatisch abgeschlossen zu haben, denn ich habe die Quest nicht mehr. Okay, hier können wir kleiner machen. Hier können wir Lauf drücken. Läuft. Abschließender Rat. Okay, nee. Scheinen wir abgeschlossen zu haben. Habe ich gar nicht mitbekommen. Dann gehen wir doch mal weiter. Schauen, was sie hier diesen Bürgermeister Gott erwischen. Der wohl hier den Weg entlang ist. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach straight den Weg hier entlang. Und hoffen, dass uns da vielleicht noch auf dem Weg dahin eine Quest oder ein Weg läuft. Kann ja durchaus sein. Aber hier ist echt viel los, ey Leute, ich schwöre. Ich schwöre, ey. So, der geschwätzige Parrish. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt. Okay. Quests mit gelben Markierungen sind regionale Quests. Okay, verstehe. Quests. Dankeschön. So, und hier ist ein grüner, das heißt, der geschwätzige Parrish ist für mein Volk. Anidera, wo warst du? Der Prophet Tarion ist hier und wirkt vor aller Augen Wunder. Er wusste, wie viele Hühner im Hühnerstall des Bürgermeisters waren und meinte, ich würde bald eine Milchkuh besitzen. Herzlichen Glückwunsch, Parrish! Da gratuliere ich dir. So, jetzt werden hier mittlerweile zwei Pfeile angezeigt, weil ich einmal die habe, die grüne und die rote. Und die sind beide in dieser Richtung. Dann kicken wir mal. Achso, ich dachte gerade... Ja, du bist ja ein Riesenrammler. Ja, guck dir dieses fette Kaninchen an. Ja, guck dir das fette Kaninchen an. Kann ich mit dir sprechen? Nee. Sprich mit jemandem. Oh, ich hätte es gern. So, hier können wir was abgeben. Der Bürgermeister. Ah, da bist du ja. Bereit für die große Reise? Ich wollte sicher gehen, dass du richtig vorbereitet bist, bevor du aufbrichst. Ich bin immer bereit. Ich bin schon bereit geboren. Eigentlich habe ich gehört, dass ein Rudel solzolider Wildschweine Leute in der Sackgasse. Ich mache da jetzt keinen Witz zu. Leute in der Sackgasse westlich der Stadt angreifen. Gut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ja, solzolider Wildschweine erledigen. So, und da vorne ist der Prophet, der so super schlau ist und Milchkühe prophezeit. Du möchtest also dein Schicksal erfahren, hm? Ich höre die Worte der Seemaid. Sie sagt, dein Name ist Anidera. Steht ja auch über meinem Kopf, du Dödel. Und dass du dich bald auf eine große Reise begeben wirst. Halt, warte. Was ist das für ein merkwürdiges Leuchten, das dich umgibt? Guck mal, der Joker ist auch da. Ein Leuchten? Bei mir? Bei mir leuchtet gar nichts. Ich sehe kein Leuchten, was auch immer. So, und der Pan hat auch noch was für uns. Als ich aus den Feldern nach Hause ging, begegnete ich im südlichen Blaunebelwald einem Mädchen namens Marian. Sie meinte, sie sei auf der Suche nach jungen Nuyan, die glänzen wie Gold, und ich erwähnte dich. Vielleicht solltest du mit ihr sprechen. Was, ich glänze doch nicht wie Gold? Ist das jetzt irgendeine dumme Anmache? Da habe ich aber auch schon bessere gehört, Du glänzt wie Gold, Baby! Ja, ja. Du mich auch. So, hier ist eine Krämerin. Das ist schön. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen. Geldbörse, verbrauche einen Arbeitspunkt, um den Beutel zu öffnen und den Inhalt zu prüfen. Ah, okay. Machen wir das doch mal lieber. Ein Arbeitspunkt. Wahrscheinlich mit Rechtsklick. Jawohl. Tada! Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten benötigst du Arbeitspunkte. Ich verstehe. Dankeschön. Was war da jetzt drin? Ein Silber, 82 Kupfer waren drin. Jo, schön. Was ist das hier? Eine Münze, ein nicht handelbar. Eine alte Münze aus purem Gold, die vor Jahrhunderten Aurora geprägt wurde. Sie gehört zu den seltensten und wertvollsten Münzen im Umlauf, mit denen man die hochwertigsten Güter kaufen kann, die es auf Mirage gibt. Werder Hausdesigns und Werkbankdesigns. Okay, das scheint so eine spezielle Währung zu sein. So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal, ob wir hier irgendwas verkaufen können. Nein. Wir haben jetzt aber auch nicht besonders viel gelootet. So, gehen wir weiter. Da müssen wir hoch. Ah, und die Musik so. Ja, das ist halt dieses typisch Asia-MMO, ne? Was hier los ist, ey, Leute. Meine Fresse. Da prügeln sie sich zu 10 um einen Mob. Ey, das könnte jetzt... Das könnte schwierig werden. Ah, ein Wildschwein. Oh mein Gott. Zack.
Ah, schon hat ihn einer angetickert. Ein Witchrein! Komm, 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 Mann! Ey, bis die Fertigkeit bereit ist, ist das Vieh schon fast so. Was soll denn das? Schlachtfeld hier. Oh nee, ey Leute, das geht ja gar nicht. Ich bin echt schon fast gewillt, das Ganze vielleicht auf heute Nacht zu verschieben, wenn da vielleicht ein bisschen weniger los ist. Obwohl ich das fast auch schon bezweifle, dass hier irgendwann weniger los sein wird. Ey, das geht ja überhaupt gar nicht hier. Ey, da stehen sie hier schon Schlange für die Wildschweine. Oi, 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 oi. Ich sehe schwarz. Ich sehe schwarz. Sollen wir vielleicht weitergehen und mit Marian sprechen? Die ist hier hinten. Aber wir müssen den Weg entlang. Obwohl ich doch eigentlich... Man macht dann halt schon echt... Ey, da dauert es immer ewig, bis die Fertigkeit bereit ist. Ist der hier schon eine Gilde oder was? Ah ne, der ist abwesend. Was war das gerade hier für ein Gelbbeutel? Ach, hier kann ich looten. Ah, Wildschwein! Toll. Oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Hat der für mich gezählt? Nein. Ah, ich muss ja nur das Fleisch sammeln. Na, guck mal, vielleicht kann ich ja hier irgendeins looten, das einer vergessen hat. Das wäre jetzt der Knaller. Der Aasfresser lootet einfach das, was noch am Boden liegt. Am Boden. Ja. Ah, hier ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Nee, eine Geldbörse wieder. Ja, pf, wohl. Warum bin ich enttäuscht? Ah, hier ist wieder Wildschwein. Oh, Mann. Jetzt ist die Fertigkeit wieder nicht bereit. Das ist nervig. Das ist echt nervig, Leute. Da habe ich dann schon endlich so ein Vieh und dann ist die Fertigkeit einfach nicht bereit. Warum braucht das so lang? Ja, also da kann ich ja jetzt echt hier stundenlang rumhängen. Nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist echt jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich noch... Es ist jedes Mal das Gleiche. Man macht hier bei Release oder bei Beta irgendwas und dann machen sie echt solche Quests. Auch das hat nicht für mich gezählt. Da machen sie immer solche Quests, wo man dann irgendwie bla 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 sammelt das und das. Obwohl sie doch genau wissen, dass das nicht funktionieren kann, weil hier 5000 Leute auf denselben Mob einhauen. Anstatt dass sie dann so Quests machen, die... Ach, das kann nicht wahr sein. Statt dass sie dann so Quests machen, die es halt nicht erfordern. Oder das dann für jeden zählt. Nein. Jedes Mal die gleiche Scheiße, ey. Das ist immer dasselbe. Da kann ich nicht looten. Es ist jedes Mal das gleiche. Bei jedem MMO. Man prügelt sich zu 10 um den gleichen Mob. Oder zu 10 wäre noch gut. Hier stehen wieder 5 Millionen Leute rum. Mann, ey, wie nervig. Wie nervig ist das bitte? Ja, und das sind jetzt natürlich wieder die im Vorteil, die hier ihre Fertigkeiten rausspammen können. Mann, 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 Mann. Immer die gleiche Scheiße. Nee, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange jetzt diese Folge schon geht. Vielleicht werde ich das zusammenschneiden, aber ich werde das jetzt hier nicht... Oder wisst ihr was, wir machen jetzt die andere erst. Dann wird die halt warten müssen. Ah, Schlachtzug-Einladung.
Ah, vielleicht zählt es dann für alle. Ein Gruppenanführer kann seinen Standort mit anderen Gruppenmitgliedern teilen. Das wäre jetzt cool. Also das würde mich jetzt wieder echt, das wäre cool. Und dann auf die Karte oder Minikarte klickt. Wenn das vielleicht für mehrere zählt, das wäre echt nice. Aber wenigstens die EP wird dann wahrscheinlich geteilt, oder? So, ich spamme jetzt hier auch einfach die Fertigkeiten raus. Geldbörse des Farmers. Na gut, solche Cast-Fertigkeiten brauche ich jetzt hier nicht rausballern. Na, immer dasselbe. Immer das gleiche. Würfeln. Ah, okay. Das stimmt mich jetzt wieder. Dann kann man sich wenigstens hier absprechen und die Leute in Schlachtzug dann nehmen, wenn man die Quest hier macht. Okay, das ist tatsächlich ganz gut. Muss ich jetzt halt hier nur gucken, wo ich Wildschweinfleisch dann einsammeln kann für welchen Mob. Hier ist wieder eins. Ah, okay. Das ist natürlich gut. Das ist okay. Ich war schon am Abhauen. Und dann passiert sowas. So, 2 von 3. Jetzt brauchen wir nur noch einen. So, da liegt doch bestimmt noch irgendwo einer vom Schlachtzug rum. Da zum Beispiel. Jawohl. Sehr schön. Das fand ich jetzt cool. Bin auch schon wieder aus dem Schlachtzug raus, oder? Ich glaube, ich bin nicht mehr im Schlachtzug. Ja, hier zeigt das Fenster nicht mehr an. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Dann zurück zum Burgermeister. Master of the Burger. Also... Der braucht jetzt noch ein bisschen, bis er geladen ist. Ich bin auch ganz schön geladen. So, Burgermeister. Hier kann ich abgeben. Belohnung. Ein Skillpunkt gesammelt. Punkte zum Erlernen. Level up. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skillfenster zu öffnen. Alles klar. Dankeschön. Dann kann ich Skills verteilen. Ich könnte den Flammenbolzen, den habe ich doch schon. Ah, da kann ich wahrscheinlich Rang 2 daraus machen. Oder? Neues Skillset lernen? Nee. Nee, möchte ich nicht. Frostpfeil könnte ich lernen. Ja, mach ich doch mal. Setzt du im Kampf Skills mit hervorgehobenem Rahmen ein, kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Aha. Kombos gibt's auch? Du kannst Skills leichter und schneller einsetzen, wenn du sie deiner Shortcut-Leiste hinzufügst. Da ist sie doch schon in der Shortcut-Leiste. Einfache Skills, Emotes. Ah, ich könnte mir auch vielleicht Emotes hier unten reinziehen. Na, das ist ja nice. Na gut, tanzen muss ich jetzt nicht unbedingt hier haben. Mach ich gleich wieder aus. Oder bin ich schon am Tanzen? Bin schon am Tanzen. Nein, will ich nicht. So, mit Steuerung links kann ich die rausziehen. Den Rückruf brauche ich. Musikinstrumente interessiert mich nicht. So, das schiebe ich hier rüber. Okay. So, wie war das mit K? Fertigkeiten. Ah, okay, hier kann man dann... Diebstahl habe ich schon auf 1. Ich habe noch gar nichts geklaut. Sprachen kann man lernen. Okay. Wow. Hier kann man sich dann die entsprechenden... Fertigkeiten hochmachen. So, das sind die Fertigkeiten, die mir... Was ist das hier? Nicht autorisiertes Programm. Meldet Spieler, die die Benutzung nicht autorisierter Programme verdächtigt werden. Erfordert 25 Arbeitspunkte. Ah nein, ernsthaft, oder? Wenn man einen sieht, der hier cheatet, dann muss man 25 Arbeitspunkte dafür zahlen, ihn zu melden. Komm Leute, das kann nicht euer Ernst sein.
Hier gibt es noch Flucht, Reichweite, nur Wirker. Teleportiert dich in 30 Sekunden zum nächsten Respawn-Punkt, falls du im Gelände feststeckst. Okay. Die haben wir ja schon in der Leiste. Flucht des Reiters. Teleportiert dein Fahrzeug an einen sicheren Ort, okay. Wow. Okay. Hier gibt es eine neue Quest. Tja, vielleicht hat der Bürgermeister recht, aber bevor du gehst, könntest du mir einen Gefallen tun und diese Glasflasche serin im Süden der Stadt bringen. Jo, mach ich doch. Ich bin zwar nicht dein Diener, aber ich mach das doch gerne. So, was haben wir denn hier noch alles? Hier, da, 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 dort, bla, bla, bla. So, wir könnten jetzt mal da lang gehen. Was ist da hinten? Ha, Lagerhausverwalter. Ist das vielleicht die Bank? Was ist das hier überhaupt? Das gucken wir uns doch mal schnell an. Klicke Merken an, um dir deinen aktuellen Standort einzuprägen. Anschließend kannst du den Skill-Rückruforort nutzen, um direkt zum zuletzt gemerkten Standort zu teleportieren. Klicke ein Gedächtnisband an, um deinen aktuellen Standort als Rückrufpunkt aufzuzeichnen. Du kannst später mit deinem Rückrufskill dorthin zurückkehren. Ah, das sind die, okay. Aber das habe ich doch gerade getan. Rückrufpunkt ausgewählt. Nein, ich möchte nicht in den Schlachtzug. Was macht die Eule? Die Eule ist der Briefkasten. Ja, das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Lagerhausverwalter, aber das ist wieder so ein Vieh hier. Ja, das ist tatsächlich die Bank, okay. Was bist du? Du bist ein Weil. Weil du halt eben ein Weil bist. So, was haben wir denn hier noch? Das Gasthaus. Hier können wir was anklicken. Ja, hier können wir die Kerze abmachen, schön. Hier schläft eine auf dem Bett. Was haben wir denn noch? Können wir die Frau hier irgendwas? Nee, können wir nicht. Okay. So, hier geht's einmal grün und einmal rot. Das scheint hier aber näher zu sein, das Rote. Deswegen gehen wir erstmal da lang. In die Bangladesch Guild. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll, aber... Ne, Bangladesch-Gilde. Weißt du, Anidea, wir werden deinen Glanz hier wirklich vermissen. Wenn du fort bist, würdest du noch... wenn du fort bist, würdest du noch eine letzte Sache für uns tun? Nur freilich, machen wir doch alles hier. Questbuch-Symbol unten rechts oder drücke L, um dir Quest-Details anzusehen. Das kenne ich ja schon. Du aktivierst Quest-Gegenstände, indem du ihre Symbole im Quest-Tracker rechts klickst. Okay. Hier rechtsklick machen und dann kann ich einen Pflaumenbanzen. Dann kann ich einen Pflaumenbanzen. Und auch einen Baum pflanzen, wenn ich möchte. So, da drüben kann ich wahrscheinlich das Ding abgeben. Hier sind auch wieder Händler. Eine Marianopela Glasflasche. Aber das ist die Medizin, die Rona braucht. Von wem hast du die? Na, von dem Typen da. Hier, bring diese Medizin zu Rona. Okay. Okay, mach ich doch. Questbuch-Symbol unten rechts. Oder drücke L, um dir Quest-Details anzusehen. Boah, aber dauernd dieses Musikdings hier. Wisst ihr, was ich mache jetzt? Ich muss das jetzt einfach tun. Weil mir das echt tierisch auf den Sack geht gerade. Ich kann ja nur die Musik unterstellen, das auf 3. Ja, das ist auch ausreichend. Das Spiel muss neu gestartet. Nee. Das mache ich jetzt nicht. So, der Rüstungshändler. Der hat uns Rüstung. Welche Überraschung? Hier sind Quests. Ah, Questgegenstände nehmen Beutelplätze weg. Okay, verstehe. Okay, wir haben nichts zum Verkaufen, aber wir haben doch vorher Dings gesammelt. Hier so Beutel. Och, nö. Ah, wir haben bloß drum gewürfelt, glaube ich, ne? Na gut. Okay. Dann bin ich damit einverstanden. So, ich kann hier mit Rona sprechen, den Gegenstand pflanzen und mit Marian sprechen. So, das alles ist hier auf der Minimap irgendwo. Kann ich die Karte aufmachen, wenn ich auf die Minimap irgendwo drücke? Nö. Karte wahrscheinlich M? Ja!
So, ich kann aber nicht sehr weit reinscrollen. So, da ist die 1, da ist die 2. Dann mache ich doch zuerst die 2 und gehe dahin, wo der gelbe Pfeil zeigt. Das ist hier oben. Oh, es ist aber auch schon Zeit für Folgenpause. Aber ich werde jetzt trotzdem vorher drücke noch... Drücke Numlock, um automatisches Laufen zu aktivieren. Nee, das mag ich ohne nicht. Dabei die... So, die Daisy will, dass wir was trinken. Nee, das ist mir zu gefährlich. So, wo ist jetzt das Gelb? Das ist der gelbe... Da ist er wieder. 2. Okay. Ich soll mit Rona sprechen. Ist die hier vielleicht irgendwo? Die 2 zeigt hier rüber. Und dann verschwindet sie plötzlich. Und wahrscheinlich taucht sie jetzt gleich hinter uns wieder auf. Tatsächlich. Rona muss also hier irgendwo sein. Wahrscheinlich habt ihr sie schon längst entdeckt. Nur ich bin jetzt wieder zu blind, um Rona zu finden. Oder ist sie in dem Haus da vielleicht? Das ist Daisy. Das ist Lucius. Ich guck mal in dem Haus hier, ob da vielleicht Rona ist. Ne, hier sind nur Pferdler. Esel, weißes Pferd, Yata, Stallknecht nur. Oh, jetzt hängt's aber. Ah ne, ich bin bloß gegen den Baum gelaufen. Aber ich muss echt sagen, für die Menge an Leuten, die hier rumrennen, ist es eigentlich sehr wenig Lags. So, wo ist jetzt bitte... Blumenbeet können wir anklicken, warum? Nicht genug Wasser. Die können wir gießen, oder? Huh. Was es auch immer für einen Sinn hat. So, ich werde Rona wohl nicht so schnell finden. Ich mache nochmal kurz die Map auf. Die ist aber eigentlich direkt vor uns hier. Ach nee, hier sollen wir den Gegenstand pflanzen, den Schößling. Den Schößling meine ich. Ach, deswegen ist hier die 2, die sollen wir hier pflanzen. Oh Mann, Leute. Sag's halt gleich. Ich Depp. Such hier Rona, aber dabei war das gar nicht richtig. Da haben wir den Schößling gepflanzt. So, müssen wir die jetzt abgeben oder hat die jetzt automatisch aktualisiert? Die wurde automatisch beendet. Ja, cool. So, dann gucke ich nochmal kurz in den Skill-Bildschirm. Ich hatte ja den Punkt ausgegeben, ja. So, dann müssen wir hier den Weg weiter und mit Marian sprechen und mit Rona. Aber, wie gesagt, paar Folgen Ende schon. Ist ja schon über 20 Minuten, glaube ich. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.